Weil die Gewerkschaften, die sind der Motor. Ohne die Gewerkschaften geht gar nichts. Ich sehe das im Europäischen Parlament. Es sind die Gewerkschafterinnen und die Gewerkschafter als Abgeordnete, die die ganzen sozialen Themen pushen. Für eine Gewerkschafterin gibt es unendlich viel zu tun. Aber als Gewerkschaften sind wir das ja auch gewöhnt. Also Ärmel aufkrempeln und angehen. Es geht um Lohn- und Sozialdumping. Wir kennen das ja alles. Die Gurkelpflücker, die in den Feldern arbeiten und ausgepresst werden. So viele Beschäftigte, die in der Fleischindustrie sind, am Bau arbeiten beispielsweise, und die viel zu schlecht bezahlt bekommen. Und da wird oft der Druck ausgeübt auf Beschäftigte, die aus anderen Ländern rings um Österreich kommen. Wenn wir diesen Mindestlohn, den europäischen Lohn nun haben, mit ganz klaren Kriterien, bedeutet das, den Druck rauszunehmen, nämlich dass auch anständigere Löhne in den Ländern, in denen es all diese Mindestregeln nicht gibt, eingeführt wird. Also ist ein unglaublich wichtiges Instrument, um den Druck rauszunehmen und daher gerade für ein Land wie Österreich, das eben an einer Grenze ist, wo es halt mehrere Länder gibt, wo die Löhne besonders niedrig sind, natürlich auch dementsprechend für Österreich zu Verbesserungen führen wird. Also mein Ziel ist es, dass Männer und Frauen gleich viel Geld kriegen für die gleiche Arbeit, die sie machen. Denn die Frage ist, warum sind gerade Jobs, die in den sozialen Dienstleistungen beispielsweise sind, die wir alle brauchen, die Systemerhalterinnen sind, oft so viel schlechter bezahlt als beispielsweise in Produktionsbranchen, in der Finanzbranche. Wir führen Transparenzkriterien ein mit dieser Richtlinie, die es ermöglichen, dass Frauen ihren Lohnzettel vergleichen können mit dem der Männer. Und dazu brauchen wir erstens einmal Stärkung der Betriebsrätinnen, der Betriebsräte, weil wir wollen ja da haben, dass das Ganze gleich von Anfang an funktioniert, also dass es nicht erst zum Eklat kommt und man klagen gehen muss. Und zweitens, für den Fall, dass Frau klagen geht, Beweislastumkehr und wirklich starke Rechtsinstrumente, um das durchzusetzen. Wir sind jetzt in den Verhandlungen, Europäisches Parlament mit dem Rat, also mit den Regierungen. Und ich wünsche mir dabei, dass die österreichische Regierung endlich einen Schwung kriegt, sich auch wirklich für die Rechte von Frauen einzusetzen und damit auch von Männern. Denn wenn die Löhne von Männern und Frauen gleich sind, haben ja alle eine bessere Work-Life-Balance. Viel zu lange haben große Konzerne nach ihren eigenen Regeln gespielt. Viel zu lange. Wir brauchen eine globale Mindestkörperschaftssteuer für die großen Unternehmen. Was heißt das? Wir brauchen global sowas wie eine Mindestschwelle, dass die Großen, die ja letztlich mehr oder weniger die Welt regieren, dass die ihren Beitrag leisten. Das können wir europäisch tun, das müssen wir natürlich auch national tun, aber wenn wir es global tun, ist das das absolut wirksamste Instrument. Mein Ding dabei ist immer Transparenz. Du kannst nur dann die ganz Großen, die Reichen besteuern, wenn du weißt, wie viel Gewinn haben die denn eigentlich erst? Und deshalb ist dieses Steuerthema so wichtig, nämlich vergleichbare Basis schaffen, als nächstes schauen, wie viel Profit macht ein Konzern in Österreich, wie viel auf den Bahamas, wie viel in Italien, wie viel woanders und dann das besteuern. Und da sind wir also in der ersten Halbzeit in diesem Jahr wirklich einen großen Schritt weitergegangen und ich kann nur sagen, wir brauchen das unbedingt, denn wir alle wissen, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Das macht den Planeten kaputt, das ist schlecht für die Beschäftigten und das ist natürlich ganz schlecht auch für die Demokratie. Deshalb ist das Steuerthema wichtig für die Demokratie und mit dem Einführen einer Mindestkörperschaftssteuer haben wir echt einen Schritt gesetzt. Die Gewerkschaften, die sind der Motor. Ohne die Gewerkschaften geht gar nichts. Die Gewerkschaften sind diejenigen, die auf den Putz hauen und sich einbringen im Europäischen Parlament, im Europäischen Gewerkschaftsbund, im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, aber vor allem auch als nationale Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, wenn es darum geht, den Regierungen zu erklären und ihnen Lösungen anzubieten, wie wir diese ihren Herausforderungen, die derzeit im Raum stehen, bewältigen können. Menschen sehnen sich mehr denn je jetzt nach Sicherheit, nach sozialer Sicherheit, nach Sicherheit eben
um nicht einem Krieg ausgesetzt zu sein oder einem Klimawandel, der Digitalisierung. Und diese Sicherheit, die kriegen wir nur zustande, indem Gewerkschaften aktiv eingebunden werden, weil im Endeffekt geht es darum, dass nicht der Markt alles regeln kann. Ich glaube, das steht den meisten Menschen bis da oben hin, sondern dass wir einen Rahmen brauchen, Strukturen, die dann halt es eben ermöglichen, wieder die Wirtschaft anzukurbeln. Und wir brauchen ja darüber reden, mit der Explosion der Energiepreise, der Lebenserhaltungskosten und so weiter, ist die Europäische Union gefragter denn je. Also nur gemeinsam können wir da auch für Österreich die Dinge besser bringen. Alles andere ist lächerlich, der Markt regelt es nämlich nicht.